Beim letzten Mal habe ich jemanden mal gekillt, während er bei einer Beerdigung war. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man jemanden verliert. Aber du hast es nicht verdient. Ich habe meine Dating-Person kurz gesagt? Mal einen Korb gegeben. Bin zufrieden. So, richtig. Jetzt. Du bist echt eine Scheißfrau, muss ich ehrlich sagen. Hallo und willkommen zurück zu Hitman. Und diesmal waren wir letztes Mal bei Sapienza, aka wir waren eigentlich letztes Mal bei Paris, aber ist eine andere Geschichte. Jetzt gehen wir nach Marokko, ab nach Marrakesch, ist in Indien, glaube ich. Und mal gucken, was da abgeht. Rein ins Filmchen. Good afternoon, 47. Your destination is Marrakesch, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and army general Reza Zedan, two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zedan orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zedan to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zedan's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political powder cake, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Was zum Teufel muss ich hier machen? Ich muss also Marokko muss ich helfen, damit ja Marokko nicht am Arsch ist, weil Klaus Strandberg und Reza Zedan, die wollen Marokko stürzen, also den Staat stürzen, und damit das passiert, hat der Reza Zedan den Klaus befreit vom Gefängnis und dabei mehrere Polizisten getötet, und der Klaus hat sich dann verschanzt hier in dem Konsulat, und jetzt hat den meisten Marrakesch-Bewohnern nicht gefallen. Ja, das wird natürlich sehr, sehr komisch mit diesen politischen Gedönse. Welchen Mantel nehme ich denn? Oh, ich habe richtig Bock. Nimm mal den hier. Welche Pistole nehmen wir? Ich habe mal Bock auf die Iceballer. Ich würde sagen, ich nehme heute mal ich will eigentlich keinen ausschalten. So. Soll ich ein Gift mal mitnehmen? Ich glaube, ich nehme mal ein Gift mit. So eine Giftspritze. Oder wir nehmen so Betäubungsmittel. Nee, nehmen wir sowas hier. Brechmittel. Ja, so ist eigentlich gut. Dann rein geht's. Welcome to Marrakesch, 47. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown. But the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zedan won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck, 47. Danke, werde ich haben, hoffentlich. So, also, Marrakesch. Ja, ich hab keine Ahnung, was mich das jetzt hier für eine Scheiße reiht. Es wird bestimmt sehr anstrengend. Oh, schon Leute mit Waffen. How's your father? Doing well. Thanks for asking. He's upstairs right now working on this novel of his, some kind of political thriller, I think. You know, airport lit. Oh, that's nice.
So he doesn't miss the old school? Well, he was headmaster for 30 years. And he still carries around the master key. You know, the one that fits all the locks? Doesn't seem to be able to part with the damn thing. But that's nostalgia for you. Well, maybe now he'll be a famous writer instead. The old headmaster of the school Zaydan is using as his field HQ lives right above the carpet shop. According to his son, he kept the school's master key out of nostalgia. Supposedly, this opens any lock in the building. Ja, das wäre eine perfekte Gelegenheit, schon mal in die Schule zu kommen. Okay, back in the school. Ja, ja, Leute. Gut, hier oben haben wir anscheinend den Direktor. Da ist er. Hallo, Schuldirektor. Na? Wie war so dein Erlebnis? Waren deine Schüler gut? Oder haben sie nur Sechsen geschrieben? Na, ist mir eigentlich auch egal. Ich kann mich sogar als Direktor verkleiden. Nee, ich lasse mal hier liegen. So, dann kann ich hier auf diese Kante rauf. Ja. Ist ja nicht so, hätte ich das schon mal gemacht. Okay. Aiden keeps coming down here to check on the prisoner. I hear they were close, so what'd he do, poor bastard? The way I heard it, his brother was one of the policemen who got killed when the Mercs attacked Stranberg's prison transport this morning. So he got cold feet. Tried to blow the lid on the whole operation. Not smart, but... According to the soldiers, the condemned prisoner in the cell was a close friend of Zaydan. However, when his brother, a Marrakesh police officer, was killed during Strandberg's breakout, the prisoner decided to betray Zaydan and go public. Alas, he was caught before he could thwart the coup d'etat. Also... Zaydan hatte so einen Freund... Oh Gott. Und der hat ihn dann verraten, weil einen bestimmten Polizisten ja gekillt hat, wie wir gehört haben. Oh, apropos Soldat. Komm mal her hier. Da dreht sich um. Alles gut. Scheiße. Schnell umziehen. Oh. Das ist ja mal in die Hose gegangen. Mind if I take a swing at the lousy rat? No can do. Only officers are allowed in. Zayden's orders. Don't know. Maybe he thinks treachery is contagious. Maybe. Okay, Offiziere können nur hier rein. Dafür sorge ich doch. Hey, who are you? Ich bin dein Vater. Scheiße. Scheiße. Fuck. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Wieso schmeißt er einfach eine Blendgranate rein? Das sind auch die besten Soldaten. Okay, ich habe außerdem einen Alarm ausgelöst. Fuck! Ich habe nichts gemacht. Oh, ist das laut, Digga. Okay, kurzer Cut. Wir sehen uns mal, bis es sich hier beruhigt hat. Gut, ich habe mich mal kurz wieder aus der Schule verpisst. Das mache ich natürlich auch in echt. Und wir gehen mal ganz kurz woanders mal. Who'd you have to salute to get this post? Not bad, huh? I figure since no one knows about the escape tunnel. Warte mal, Fluchttunnel? Fluchttunnel! Die haben ja wirklich hier einen Fluchttunnel. Das ist ja geil. TPC-Geschützschemata. Geschützzugangscode. Ein Passwort für den Computer, der das Geschütz kontrolliert. Das schlägt ordentlich durch. Es gibt anscheinend irgendein TPC-Geschütz. Ist das hier? In den Kaninchenbau. Strandberg will durch einen geheimen Tunnel fliehen. Ein Weg raus ist ein Weg rein. Wenn der Sicherheitsalarm tönt, soll sich Strandberg laut den Instruktionen mit einem Team vor Zaydans Soldaten in der Tiefgarage treffen. Scheinbar gibt es einen geheimen Tunnel zwischen dem Konsulat und einem Schuhgeschäft in der Innenstadt. Auf diesem Weg plant der Banker
das Gebäude unbemerkt zu verlassen. Aha. Warte mal, dann lass doch mal die machen. Ich hab Bock, die beiden mit dem Geschütz wegzuballern. Folgen Sie dem Soldaten durch den Tunnel. Okay, why I need to do this? Aber ich mach das mal. All we gotta do is pick up Strandberg at the garage and escort him back to HQ. The non-combatants don't know about this tunnel, so it should be a cakewalk. Almost a shame, really. Wouldn't mind seeing Strandberg get a taste of mob justice. Take it you met him. Was there when the assault team brought him in. It's weird. Part of you wants to punch him in the face. Part of you wants to give him all your money. It's a gift, I suppose. Tell me about it. Anyway, gotta get back to the garage. Later. Aha, ich soll jetzt also einen Alarm auslösen, damit der gute Strandberg mal aus seinem Konsulat geht. Das ist die einzige Lösung, damit er mal sein scheiß Gebäude verlässt. Dann könnte ich die beiden wahrscheinlich mit dem Geschütz ausschalten. Aber ich brauche doch erstmal so einen Schlüssel, oder? Ich habe zwar einen Zugangscode, aber ich brauche doch einen Schlüssel. Wird keiner sehen. Alarm! Leute, schnell, schnell, schnell! Bringt den Klaus Strandberg in den Tunnel! Los, 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 los! Du. Ja, ich merk's auch gerade. Wir müssen den Klaus hier wegbringen. Gut, wir eskortieren jetzt den Strandberg hier raus. Und ja, dann ist der gute Klaus mal weg. Ich muss ja noch die Kameras ausmachen. Ach, guck mal, er bewegt sich schon mal runter. Yeah. Alle bewegen ihn schon mal raus hier. Ey, das ist aber gute Eskorte. 4 Soldaten gleich. Das ist voll strategisch. Und der Klaus direkt in der Mitte. Das wäre so eine Symbolperson. Gut, Leute, weiter, weiter, weiter. Okay, let's go. Good show, 47. Strandberg is on the move and we know exactly where he is heading. Das ist genau der gute Zeitpunkt, das mit dem Geschütz zu machen. Deswegen laufe ich mal vor, während der Klaus sich schon mal auf den Weg macht. Dann können wir, glaube ich, auch beide gleichzeitig ausschalten. Das wäre cool. Dann fliegt wieder ein Helikopter hier oben. Genau, hier gibt es jetzt das TPC-Geschütz. Ich könnte jetzt halt feuern, aber ich warte, bis der Klaus und der Zayden da ist und dann wird gefeuert. So, jetzt haben wir die beiden zusammengetrommelt. Und gleich geht's los. Ja, da sehen noch ein paar Meter. Ja, ja, ja. Alle salutieren, das ist gut. Wir machen das Teil an. Und Feuer! So ist gut. Jetzt Amoklauf! Schnauze da vorne! Oh Gott, jetzt kommen sie alle! Euer scheiß General ist tot! Also ihr seid's auch! Ich hab's satt! Nein! Okay, ich wollte sowieso das nochmal neu machen, weil es wäre jetzt lame, damit aufzuhören, mit so einem Tod und die so zu eliminieren. Deswegen werden wir diesen Spielstand laden und dann werden wir die beiden Ziele nochmal anders killen. Gut, wir haben ja immer noch die Quest, die Wache in der Zelle des Gefangenen zu übernehmen und dann wahrscheinlich den Gefangenen selber zu sein. Ah, wegschicken. Rudy. You're dismissed. General Satan's orders. Yes, sir. Thank you, sir. Wieso sagst du thank you? Okay, vielleicht hast du auch seinen Job. Verkleiden Sie sich jetzt gefangen. So, Typi, das wird jetzt schmerzhaft. Du kriegst ein Spielzeugpanzer in die Fresse. Wie er da liegt. Oh nein, jemand hat's gehört. Verpiss dich!
Und nochmal Genick brechen. Okay, wir haben es nochmal gerettet. What the fuck? General, was geht? Na, du auch hier? Laden. Ja gut, ich wusste jetzt nicht, dass der General da auch noch ankommt. Dann müssen wir das wohl ein bisschen schneller machen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja, warum hört denn der eine das immer? Nein, 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 bitte komm hier nicht rein. Scheiße. Nein, der General kommt gleich wieder. Fuck! Nein, Digga! Nein! Mann! Das kann doch nie wahr sein. Okay. Aber jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Hä? Wie hat der denn das jetzt gesehen? Boah, ich kann gleich nicht mehr. Das kann nicht wahr sein, Digga. Nicht schon wieder. Jawohl, ich hab's geschafft. Suche? Schnell raus hier, raus. Wen suchen die? Die suchen hoffentlich nicht den hier. Egal, ich hab's geschafft. Nein, die haben jetzt gesehen, dass der Gefangene jetzt weg ist. Fuck! Na gut, ich habe eine Idee, die sind jetzt auf Alarmbereitschaft, aber wenn ich mich jetzt wieder in den Raum reinschleiche und da jetzt so tue, als wäre ich der Gefangene, dann sind die doch wieder beruhigt. Verpiss sie mal kurz. So, dann setzen wir uns jetzt hier einfach hin. Hallo? Wieso geht das nicht? Dann verstecke ich mich kurz. Bis gleich. Okay, was? So, ich hab's endlich geschafft. Boah, es war echt ekelhaft. Aber wir haben's endlich geschafft. Na, was geht? So, what'll be, old friend? Firing squad? Poison? Hanging? So many choices. Warten. Und 3, 2, 1. Target down. Move on to Klaus Strandberg. Gute Nacht, General. Das war doch perfekt. So, und jetzt ab zum Klaus. Mal gucken, was wir da machen können. Just about strangled here. Stomach cramps. What kind of idiot eats shellfish from a buffet in this heat? Relax, Pam. I hired a local cameraman. Freelance guy, he'll be fine. Oh, well, if you're not worried, Tyler, then I'm not worried. After all, it's not like this is a very important interview. I mean, it's certainly not like it's an exclusive or anything. Pam, you remember that talk we had about low blood sugar? Mm-hmm. Yeah, this is one of those times. Oh, so where is this guy anyway? He'll be... Klaus Strandberg has agreed to an exclusive interview with celebrity GNN reporter Pam Kingsley, no doubt to enrage the public even further. This could be a way inside the lockdown consulate, and the replacement cameraman, a local freelancer, is yet to arrive. Aha, also ein Fernsehteam ist auf dem Weg zu ihm. Boah, die FPS andere Art, geht richtig runter. Und will ein Interview mit ihnen machen. Und wir können uns natürlich die Gelegenheit machen, uns als Kameramann bereit zu machen. Gut, dann schalten wir ihn mal kurz aus. Oh fuck, Mann. Ich muss hier raus. Raus. Alter, war das knapp.
Ich wäre fast aufgeflogen, aber ich habe mich schnell noch verkleidet. Wie komme ich hier runter? Alter, spring doch hier runter. Okay, ich muss anscheinend hier rauf. Gut, dann sehen wir uns beim Fernsehteam. Okay, Leute, macht bitte ein bisschen hin, weil mich verfolgen, glaube ich, ein paar Soldaten. Ich habe nämlich währenddessen noch ein paar Leute umgebracht. Da waren ein paar Leute nicht so ganz erfreut. Gut, wir sehen uns mal drinnen, wenn das Interview beginnt. Aha. Gut, wir sind drinnen. Ich guck mal kurz, was ich machen kann. Ich habe eine Idee. Oben ist ja so ein Elch. Es müsste doch irgendwo eine Möglichkeit geben, diesen Elch zum Runterschmeißen zu bringen. Ah, guck mal. Bühnenlampe einschalten. Was auch immer die bringt. Ah, und hier können wir das Reh wahrscheinlich... Ja, auslösen. Gut, während die Interview machen, stirbt mal der Strandberg. Jawollo! Töten! Nein, Spaß. Okay, hauen wir mal schnell ab. Oh, das hat ewig gedauert, Digga. Ich sitze in der Rohdatei schon über 50 Minuten. Gut, dann ab nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr auf euch alle. Ja, Iran, Scheiße, Marokko, Kacke, alles blöd. Lasst mich mal alle hier durch. Jawohl, nochmal zum letzten Mal gesehen und verdächtigt. Das ist doch toll. Und raus hier. Und Ende! Laufen! Geil! Wie kann ich Level 0 sein, wenn ich das Spiel schon gespielt habe? Und 0 Sterne. Das ist auch interessant. Und wir bekommen noch ein paar Sachen. Compromised, but I don't understand. There is no sign of forced entry, no alarms, nothing. One of my people has gone missing in Johannesburg. A key bearer. I wish I'd been informed. Still, the system demands two keys, and the rest are all accounted for. Except for your late predecessors. Comp? But his plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. Die, Mr. Fannin. Happens all the time, even to us. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, the failed coup in Morocco, the ether virus, someone knows about us. There was a pattern and I failed to see it. Providence is under attack. How much was there? Money? Not money, Mr. Fannin. Information on all of our assets and operatives. Like you. Dig a trench, Director. And make it a deep one. Because none of you are safe anymore. Diese komische Geheimorganisation, diese Providence, hat anscheinend alles mitbekommen. Gut, beim nächsten Mal geht's nach Bangkok. Ja, nach Bangkok in, warte mal, wo? In Thailand. Ja, ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.